Hallo zusammen, ich habe mich in meine Arbeitsklamotten geschmissen und ich stehe hier in meinem Wohnzimmer, denn ich möchte mein Wohnzimmer komplett umgestalten. Und der erste Schritt ist, dass ich jetzt die Wohnzimmerwand streiche. Und zwar die Wand hinter mir, die ist bisher in einem Creme gestrichen und da ist eine ganz flache Tapete drauf, so ein Malervlies. Und ja, ich arbeite jetzt also auf einer alten Dispersionsfarbe und ich möchte gerne mit Alpina Betonoptik arbeiten. Und ja, ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe schon mal ein bisschen vorbereitet. Ich habe die Seitenwände und die Decke schon mal mit Klebeband abgeklebt und habe auch alles an Anschlüssen, was ich so an der Wand habe, also Steckdosen und auch für Lautsprecher und so weiter, habe ich alles fein säuberlich abgeklebt. Und dann habe ich das Klebeband schon mal zugemalt. Und zwar mit der Farbe jeweils von der Seitenwand und von der Decke, damit jetzt nur schön die Farbe von der darunterliegenden Farbe unter das Klebeband läuft. Und jetzt, wo die Farbe getrocknet ist, ist das Klebeband wirklich komplett dicht und ich kann direkt mit der Alpina-Farbe, mit der Betonoptik anfangen. Das hier ist das Set, das ist das Alpina Farbrezepte Betonoptik Set. Und was daran enthalten ist, es gibt einmal die Betonoptik Basis, da sind 3 Liter drin. Dann gibt es das Betonoptik Finish mit 1,1 Litern. Und dann gibt es hier so eine Effektkelle, mit der man arbeiten soll. Auf der Verpackung steht drauf, dass man zusätzlich noch einen Spezialroller benötigt. Ich habe mir hier so einen Alpina Roller gekauft, der in der Nähe lag. Da steht nur Roller drauf, nicht Spezialroller. Ich habe keine Ahnung, was an dem Spezialroller so speziell sein soll. Ich vermute mal, der tut es auch. Wir werden sehen. Und dann fange ich direkt mal mit dem ersten Schritt an. Und zwar mache ich mir jetzt die Betonoptikbasis fertig zum Einsatz. So, wir haben hier eine ziemlich dicke Masse, wie ich das sehe. Ich rühre das mal ein bisschen auf, das soll man bei Farbe ja immer machen. Aber das ist deutlich dicker als jede normale Dispersionswandfarbe. Und weil mein Roller auf gar keinen Fall in diesen kleinen Eimer passt, muss ich mir das umfüllen. Ich habe dazu hier so eine alte Farbwanne. Ihr seht, das ist sehr dickflüssig. So ein bisschen wie Pudding. So, als allererstes male ich jetzt erstmal mit einem kleinen Pinsel die Ecken an, weil ich dahinter mit der dickeren Rolle nicht mehr reinkomme. Das Ganze soll schon satt aufgetragen werden, also nur nicht mit der Farbe geizen. So, die Ränder und Ecken habe ich. Jetzt nur nicht so viel Zeit verlieren, man soll nämlich nass in nass arbeiten. Und ich habe das Gefühl, es trocknet schon an. Ich komme also ein bisschen in Stress. Ich mache jetzt mit der dicken Rolle weiter und dann gucken wir mal. Los geht's. So sieht die Farbe jetzt aus, nachdem ich sie gestrichen habe. Also ganz normal, wie eine ganz normal gestrichene Farbe. Ich habe auch jetzt gerade noch nicht das Gefühl, dass sie jetzt super dick drauf ist. Und jetzt soll ich mit der Kelle strukturieren. Dann fange ich mal an. Ja, das funktioniert ganz gut. Allerdings lege ich die Gefäße immer zwischendurch auch noch ein bisschen von der Tapete darunter wieder frei. Also seht ihr das? Es kommen immer noch mal weiße Stellen hervor. Jetzt weiß ich nicht, ob ich nicht dick genug gestrichen habe. Ich mache das mal jetzt erstmal so weiter. Und ich fürchte, ich muss da vielleicht noch mal ein zweites Mal drüber. Ansonsten, ich strukturiere das mal. So, ich habe mir jetzt alle Mühe gegeben, hier zu spachteln. Also irgendwie muss ich sagen, das klappt nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Denn immer mal zwischendurch sind hier wirklich noch irgendwelche weißen Flecken durchgekommen von der Tapete. Ich fürchte, ich muss am Ende noch ein zweites Mal darüber. Aber mal sehen. Ich arbeite jetzt schnell mit der zweiten Bahn weiter und dann nehme ich jetzt einfach mal viel mehr Farbe und gucke, ob es dann vielleicht besser aussieht, wenn ich dann drüber spachtel. Vielleicht bleibt da ein bisschen mehr davon auf der Wand. So, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich habe jetzt um einiges mehr Material auf die Rolle genommen und auf die Wand gebracht als eben noch. Und jetzt gucke ich mal, ob das mit der Kelle besser funktioniert.
Das geht in der Tat deutlich besser, wenn auch nicht perfekt. Das habt ihr gesehen, da war gerade wieder so eine Stelle. Ich glaube, vor allen Dingen ganz wichtig ist, dass ihr die Kelle mit der Kante aufsetzt, auf gar keinen Fall zu flach, weil dann saugt die sich sofort an und dann nimmt man ganz viel von dem Auftrag wieder weg und dann entstehen noch viel eher diese Löcher. Aber insgesamt würde ich sagen, ist es jetzt schon um einiges besser. Dann mache ich mal jetzt so weiter. So, ich bin jetzt mit dem Strukturieren der zweiten Bahn soweit durch. Das ging in der Tat jetzt um einiges besser mit dem dickeren Farbauftrag als zuvor mit der ersten Bahn. Ich bin auch nochmal komplett über die erste Bahn drüber gegangen, einfach damit es hinterher einheitlich aussieht. Und so mache ich jetzt weiter bis zum Ende der Wand und dann schaue ich mir das Ganze nochmal an, ob ich irgendwo nochmal nacharbeiten muss oder nicht. So, jetzt bin ich fertig mit Arbeitsschritt 1. Ich muss sagen, ich bin ganz schön fertig. Ich bin schweißgebadet. Es war ganz schön anstrengend, vor allen Dingen gerade der Roller. Der wird super schwer vollgesogen mit der Farbe. Aber ich bin jetzt durch. Ich muss sagen, ich habe wahrscheinlich immer noch ein bisschen zu wenig Farbe genommen, denn ich bin mit einem Eimer komplett für die ganze Wand gerade so hingekommen. Und da ich ein bisschen mehr als 10 Quadratmeter habe, ist das für mich halt das Indiz, dass ich eigentlich hätte mehr von dieser Masse nehmen sollen. Insgesamt ist die Wand aber trotzdem ganz gut strukturiert. Sieht für mich schon super gut aus. Ich bin gespannt, wie es mit Phase 2 aussieht. Ich werde jetzt ein paar Stunden warten und dann arbeite ich mit den Resten von Phase 1 nochmal die Stellen nach, wo jetzt wirklich nochmal ein bisschen was von der Tapete durchgekommen ist. Es soll ja schließlich hinterher alles grau sein und ich hinterher noch die cremefarbene Tapete durchschaue. Ein neuer Tag und es geht weiter. Gestern Abend habe ich dann die Ausbesserung machen wollen und nach den ersten Pinselstrichen habe ich mir so gedacht, ich glaube, das ist nicht das Richtige. Wenn ich jetzt einfach stellenweise die hellen Stellen nochmal überpinsel, das sieht auch nicht aus. Und außerdem ging mir nicht aus dem Kopf, dass ich weniger von der Farbe verbraucht habe, als eigentlich vorgesehen. Ich habe einfach zu viel mit der Farbe gegeizt und dadurch ist die Struktur auch nicht so tief geworden. Also habe ich mich gestern Abend kurzfristig dazu entschieden, die gesamte Wand nochmal zu überarbeiten. Ich hatte ja schließlich noch ein zweites Set da. Und dann konnte ich auch mit der Kelle so ein bisschen gröber vorgehen. Also ich habe dann sehr viel von dem Material aufgetragen, bin dann mit der Kelle drüber gegangen und habe eben nicht nur mit der Ecke abgezogen, sodass dann eben immer diese Kellenkanten entstehen, sondern ich bin großflächig mit der ganzen aufgesetzten Kelle nochmal über die Wand gegangen und habe teilweise dann richtig Löcher damit erzeugt. Also ihr könnt das hier sehen, hier unten ist die Wand bearbeitet, so wie ich es morgens gemacht habe und darüber, da könnt ihr die Struktur sehen von der zweiten Überarbeitung. Ihr seht, die Struktur ist jetzt viel tiefer und viel deutlicher und ich glaube am Ende ist das der Clou. Dadurch, dass ich in zwei Schichten gearbeitet habe, brauchte ich da nämlich nicht mehr Angst zu haben, wieder auf den Untergrund durchzukommen. Der war nämlich schon getrocknet und somit habe ich einen super tiefen Effekt. Also ich glaube, das wird gleich richtig gut aussehen, wenn ich mit der zweiten Phase drüber gehe und dann fange ich auch direkt mal an. So, hier haben wir also das Finish. Das bereite ich mir jetzt auch vor. So, einmal aufrühren. Ihr seht, die Konsistenz von dieser zweiten Phase ist viel, viel flüssiger. Und die fülle ich mir jetzt um in eine Farbwanne. Ich habe mir jetzt eine neue genommen, ich hatte keine Lust, die alte auszuspülen. Und auch die Rolle, die hat, da hatte ich keine Chance, dass sie trocken wird bis heute. Also habe ich jetzt eine andere Rolle genommen, eine kleinere. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass die einen großen Unterschied macht zu der Alpina-Rolle. Das ist auch eine Langflor-Rolle und die sollte genauso gut funktionieren. So, dann kann es losgehen. So, zuerst streiche ich jetzt wieder die Ecken da, wo ich hinter mit der dicken Rolle nicht mehr hinkomme. Lässt sich auf jeden Fall um einiges einfacher auftragen, weil sie flüssig ist. Geht der Streichen dann auch recht flott. So, und jetzt geht's mit der Rolle weiter. So, die erste Bahn ist fertig mit dieser zweiten Phase. Arbeitet sich ein bisschen wie eine Lasur, weil es sehr, sehr dünn ist, geht dafür aber auch recht schnell. Und jetzt soll man hier mit der Kelle bewusst Material wieder abtragen, um die Struktur sichtbar zu machen.
Und ich muss sagen, das sieht verdammt gut aus. Hier kann man richtig gut sehen, wie ich die Wand vorher strukturiert habe. Und eigentlich ist es jetzt nur super einfach. Jetzt muss das Material nur noch davon abgezogen werden. Und in den Vertiefungen bleibt jetzt die hellere Farbe hängen. Und so ergibt sich eine super strukturierte, ganz tolle Optik. Ich mache dann jetzt so weiter, aber ich glaube, das wird richtig gut. Mit der ersten Bahn bin ich fertig und ich muss sagen, ich bin ganz begeistert. Das Ergebnis ist wirklich großartig. Ihr könnt richtig sehen, wie toll die Struktur rausgekommen ist. Also die Arbeit vorher hat sich gelohnt. Bisher sah die Wand ja nur aus wie eine grau gestrichene Wand mit ein bisschen Struktur drin. Aber jetzt sieht es richtig gut aus. So, ich bin jetzt fertig mit meiner Betonoptikwand. Ich muss sagen, der zweite Arbeitsschritt, der war jetzt richtig anstrengend. Man muss mit der Kelle richtig fest die Farbe abziehen, um einen höchstmöglichen Kontrast zu erzielen. Und das war echt um einiges anstrengender als gestern. Da habe ich gestern schon geschwitzt. Naja, ich finde, es hat sich gelohnt. Es ist super geworden. Der Kontrast ist ganz toll geworden, gerade da, wo ich gestern nochmal nachgearbeitet habe. Ihr könnt das hier sehen, da unten. Das Ergebnis ist auch ganz schön, aber da oben ist es richtig cool geworden. Also man kann richtig viele Unterschiede sehen, richtig tiefe und unterschiedliche Strukturen kann man erkennen. Und so sieht es wirklich fast aus wie eine echte Betonoptikwand. Also wenn ich nochmal eine Wand in Betonoptik streichen wollen würde, dann würde ich entweder beim ersten Auftrag wirklich viel, viel mehr von dieser Farbe auf die Wand auftragen. Also eigentlich kann man da schon nicht mehr von Streichen sprechen, sondern von richtig viel Masse einfach drauf klatschen und dann verteilen. Oder ich würde vielleicht sogar genauso vorgehen, wie ich jetzt vorgegangen bin. Nämlich erstmal dünn oder dünner mit dem Beton vorstreichen und dann erst im zweiten Schritt richtig viel Struktur mit reinbringen, so wie ich das jetzt gemacht habe, weil ich eben im ersten Auftrag zu wenig von dem Material genommen habe, weil ich glaube, dass das am Ende es ausgemacht hat, dass ich wirklich eine richtig tolle tiefe Struktur habe. Also vielleicht wird aus so einem Fehler dann doch der Trick des Jahrhunderts. Also ich finde, die insgesamt bei mir 120 Euro haben sich gelohnt für die Wand, die ist wirklich toll geworden und das kann man mit normaler Wandfarbe nicht erreichen. Also ich kann es jedem empfehlen, viel Spaß beim Nachmachen.